Moin und herzlich willkommen zu einem sonnigen Tag in der Pampa, wo alle nicht dahergelaufenen kleinen Winterdepressionen niedergelassen werden. Und wie Sie sehen, versuchen wir uns hier unser Sommerparadies ein bisschen zu verschönern. Mit ein bisschen Abgraben der Action. Ins Nirgendwo. Ja, Leute, willkommen zurück zu Attack of the B-Team. Habt ihr gerade schon mitbekommen mit meinem Spürgesicht, den ich mache. Wir wollen hier hinten ein bisschen weitere Baufläche schaffen. Und zwar hat das den Hintergrund, dass wir hier irgendwann, hatte ich die Idee, vielleicht noch ein paar Gebäude hinsetzen können. So haben wir, das hatte ich eben Junalia gesagt, drüben schon ein Polizei-Sheriff-Haus gebaut. Ich will aber eine richtige Polizeistation. Und das wäre dann praktisch auch ein Projekt, was ich hier hinten in Richtung Hochhausgegend setzen will. Und ja, deswegen bin ich jetzt gerade hier dabei, ein bisschen den Rand abzustecken, um zu gucken, wie weit das hier alles weg muss. Es wird schon ein Riesenstück werden. Keine Ahnung, wie viele Felder das jetzt waren. Lass es mal erstmal 10, 15 Stück. Ich mach schon das Gras hier weg. Dann müssen wir später die Erde, könnten wir irgendwo hier dann in eine Kiste tun. Die werden wir nämlich später gebrauchen, um das wieder einzugeben. Ja, ich habe genügend Kisten einstecken, also das ist das wenigste Problem. Oh, Höhle. Das fängt ja gut an. Ja, super. Ich bräuchte eigentlich eher mal einen Anhaltspunkt, wo ich überhaupt bis wohin ich die Bäume wegmachen soll. Wie gesagt, in Richtung rote. Da ist so ein roter Baum hier hinten. Bin ich nicht schon weit, zu weit drüben wahrscheinlich. Bin ich schon fast beim Wasser. Siehst du mich hier? Ja. Hier hinten, ne? Bis vor dem Berg. Und bis dahin machst du genau, ich sag mal, Wasserhöhe. Genau Wasserhöhe. Also war ich doch noch nicht so falsch, weil ich habe nicht gerade die Bäume weggemacht. Ich meine, im Nachhinein kann man die Dinge auch wieder anpflanzen. Ist ja nicht das Problem. Ja, auch wenn du zu weit weggegraben hast. So, wo war ich denn jetzt? Irgendwo bei einer Höhle auf jeden Fall. Hier habe ich gegraben. Da vorne war die Höhle. Hier ist ein Baum. Ja, die Höhle mache ich dann erstmal mit Cobblestone zu. Dass man da auch nicht reinfallen kann. Ich sag, die Höhle mache ich erstmal mit Cobblestone zu, dass man da auch erstmal nicht hier reinfallen kann. Ja, dann so. Gravel habe ich noch, können wir auch noch hier benutzen. Würde den eh später. Für die ängstliche Junalia genau perfekt. So. Weiter geht's. Vielleicht erstmal gucken, wie weit ich hier überhaupt graben darf. Ich weiß, wenn irgendwann zu weit bin. Einfach nach oben. Oh, das sieht doch schon gut aus. Bis hierhin und dann andere Richtung einschlagen. Siehst du, da kriegen wir auch wieder Kobbel zusammen. Das, was wir jetzt erstmal zu wenig hatten. So, genauso wie mit Holz. Wir haben jetzt erstmal wieder genügend zusammen. Wo das ja auch total komisch klingt, ne? Holz zu wenig haben. Wir haben sonst immer gemeckert, zu viel Holz, das weiß ich nicht was. Und mittlerweile haben wir es einfach zu wenig. Könntest du mal kurz gucken, ob diese Landstrich für dich in Ordnung ist oder ob ich noch weiter rüber muss? Nö.
kann ich dir gleich sagen. Lass mich erstmal hier die Schiene ziehen. Dann kannst du dich daran auch orientieren. Wie weit du Bäume weggraben musst und wie weit nicht. Gleich nach oben fliegen, um zu gucken, wo ich bin. Oh, ein bisschen habe ich noch. So. Die Linie hier lang. Anhaltspunkt. Oh, bin ich voll. Ja, so viel Spökes, wie ich hier im Inventar habe, ist es kein Wunder, dass ich voll bin. Wieder 100.000 Saatgüter und. So, und dann hier rüber. Krass, wo ist sogar noch eine Ebene tiefer? Hätte ich gar nicht gedacht. Da bin ich nämlich genau parallel. Nee, gar nicht. Und noch eine Ebene tiefer. Oh, zwei Ebenen tiefer. Eins, zwei, drei. So. Das müsste jetzt die Linie sein. Und die muss ich dann rundum einmal genau in der Höhe ausheben. Warte, ich bin gerade noch im Baum dran. So, jetzt bin ich Erde. Wo bist du? Ah, ich sehe dich. Fast Richtung Wasser. Also bis hierhin. Machen wir noch einen tiefer, dass wir genau die Höhe haben. Dass okay. Du genau weißt, das muss dann alles... Da habe ich hier eine Höhle mit Öl gefunden. Aber die machen wir nachher zu. Ja, die ist genau in der Knick da drin. Nein, wo dein Knick hier. Dann rum, da können wir überlegen, entweder gleichen wir das irgendwann noch an oder aber wir machen das denn so langsam bergaufsteigend, sag ich mal. Oh, bin schon wieder voll, ey. Was geht denn hier ab? Jetzt muss ich gucken, wann geht's hier in den Knick? Ich glaube, hier geht's dann darüber. Jawohl. Allein für diese
eine Rille kommt schon richtig was an Ressourcen zusammen. Ja, ich komme hier gar nicht hinterher mit Baumfällen. Das Gute ist, ich habe jetzt mittlerweile schon Moos sogar zusammen. Moos? Moos. Was auf den Bäumen war. Das ist doch geil. Aber ich glaube, wir brauchen da ganz anderes Moos. Ich weiß gar nicht, wofür man dieses Moos da braucht, ehrlich gesagt. Egal. Ja, der gute alte Regen. Hier wird immer noch. Im realen Leben wie auch hier im Spiel. Oh, hier ist eine Höhle. Oh, da sind viele Höhlen wahrscheinlich. Die mache ich gleich zu mit Cobblestone. Komme ich gleich rüber, gucke ich mir den an. Wie habe ich die Orientierung verloren? Wo ist denn wieder ein blöder Absatz? Ah, da. Seit Abgrenzung. Noch hebe ich ihn ja aus. Noch bin ich nicht tief genug. Ja, ich brauche den aber trotzdem zu wissen, wo weit ich die Bäume wegreißen soll. Deswegen habe ich den jetzt gerade gesucht. Du kannst doch noch ein bisschen weiter die Bäume wegreißen, das ist nicht das Problem. Ach, da muss ich ja ne. Das ist ja gemein. Du hast genau unterm Baum die Erde weggenommen. Ja. Ja, und ich falle hier aber voll runter. Fand ich gar nicht lustig. Kann ich direkt diesen beschissenen grünen Stein hinnehmen, um die Höhle nicht zu machen. Der irgendwie für nichts gut ist, keine Ahnung. War zwar für den Hafen so einigermaßen okay, aber ansonsten. So, und noch zwei Felder. Nehmen wir das Eisen hier mit. Ich weiß, irgendwo habe ich nochmal Eisen liegen lassen, aber. Ach du Feuer, eine Rieseneisenader. Nimm mir direkt mal den grünen Stein. Direkt wieder zumachen. Reicht noch nicht mal aus. Na, hier mit dem Weidenholz kannst du sowieso nur Fackeln machen, ne? Das wärst du. Weil sonst wäre alles grün. Grüne Türen, grüne Regale, wärst du schon, wie ich meine, ne? Ja. Machen wir da raus, halt Fackeln ist doch egal. Ich hab bloß, dass du es weißt, dass du dir anderes Holz dazu nimmst. Und Kisten, denke ich mal, kann man da raus machen. Die werden ja nicht grün. Doch. Echt? Ja. Grüne Kisten, okay. Das sieht total eklig aus, weil es eben noch nicht mal ein schönes Grün ist. Das ist so. Ob du in der Scheiße rühren würdest. Sieht hässlich aus. Woher weißt du denn, wie es aussieht, wenn man eine Scheiße. Ja, ich will es gar nicht.